Damit ein herzliches Willkommen im Stream vom Drachen. Nicht offline gehen, in 20 Minuten bin ich daheim. Ich habe nicht vor, in den nächsten 20 Minuten zu offline zu gehen, es sei denn, es spinnt wieder alles rum. Erhob sich bei Vollmond hoch über dem Wald. Die Nebel sind lachend vorbeigezogen. Man hat sie gesehen, es ist nicht gelogen. Mir geht's gut, danke für die Nachfrage. Danke für die ganzen Likes und Unterstützung, Leute. Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen bei den Drachis. Im Schatten irgendwie, ne? Ich habe Tee im Moment. Also das hier. Wenn du meinst, was in meiner Tasse drin ist, in meiner Tasse ist Tee drin. Ich habe gerade extra ein Abo abgeschlossen wegen dir. Warum so vorwurfsvoll? Ich habe mich doch bedankt. Wirklich Tee? Really. Bei dem Wetter trinke ich eigentlich immer Tee. Als ich klein war, war ich am liebsten bei dem Wetter, wenn es draußen am besten noch geschneit hat, in meinem Zimmer gesessen, wo es schön warm ist. Dazu ein Tee und irgendwas gezockt, meistens Zelda oder so.
mich ja bedanken. Was ich interessant finde, ist, dass mir momentan Benetic immer auf die Nerven geht, ey. Das hat er sich sogar, wenn es stimmt, hat er sich sogar für einen anderen Kanal, für eine andere Webseite, für eine bestimmte Webseite einen verifizierten Account gemacht. Langsam geht es mir auf die Nerven, ey. Du darfst mich was fragen, klar. Kommt auf die Frage an, ob ich dir Antwort gebe, ist die andere Frage. Gleich los. Wünsch dir angenehmen Stream. Dankeschön. Ist ernst gemeint. Ja, frag ruhig. Ob ich dir eine Antwort gebe, ist die andere. Ich weiß es halt nicht. Es kommt auf deine Frage an. Kann man nicht. Und ich schreibe hier auch nicht privat mit Leuten. Das kann ich wieder nicht schreiben. Moving Temptation, Mother Earth. Ach so, Mother Earth mit O. Ja, okay. So. Das ist ein Remastered, oder? Nee. Wird sich zeigen. Noch einmal, ich bequatsche mit meinen Zuschauern nichts. Nicht auf privater Ebene. Das sind nochmal im Baumsinn Adventskalenderteile. Da steht auf jedem mal Zahl drauf. Heute war Schachtel Kippen drinnen. Und gestern war Energy Drink drinnen. Und zwischenzeitlich waren schon andere Sachen auch drinnen. Entschuldigung.
Zuschauer. Es spielt keine Rolle, was du bist. Privat ist und bleibt privat. Punkt. Schon gesagt, das ist der Adventskalender von meiner Maus. Da ist schon mein erstes Problem. Ich habe kein Problem mit irgendjemandem. Es gibt Menschen, die ich nicht mag, aber deswegen habe ich mit ihnen keine Probleme. Ich ignoriere sowas eigentlich, weil mir das am Arsch vorbeigeht. Wenn mich jemand ausstehen kann, soll das bleiben lassen und mich nicht anschauen oder mein Zeug verfolgen. Nimm's mir nicht übel. Aber ich bin weder auf Rache noch auf sonstigen Scheiß aus. Ich bin nämlich kein solcher Mensch und da habe ich auch keine Lust drauf, so einer zu werden. So, das Tier in mir, Mitternacht, die Rune von Asgard, das Omen, schwarze Sonne, das Omen, Luzifer, der Prophet. Spirit Ghost, in nomine, Vater unser, deine Welt. Ich will dich gerade. Mitternacht, Mondengel. Wer den Wind sendet, wird Sturm ernten. Nehmen wir deine Welt. Gutes Lied. Unheilvolle Verheißungen ziehen wie dunkle Wolken übers Land des Propheten Weissagung. Wie ein Schatten über seiner rechten Hand bedrohlich Einzug hält, zu vernichten unsere Welt. Das ist deine Welt, meine Welt. Das ist die Welt, deine Welt, meine Welt. Schönen guten Tag, Drache. Servus. Habe ich echt schon lange nicht mehr gehört, den Song ist richtig geil. Robin, wie Mensch, ich war gar nicht wieder nachher Spencer. Vielen Dank für die 400 Likes. Pass auf, ich will das Lied in aller Ruhe hören, deswegen werde ich das jetzt ganz deutlich und klipp und klar sagen. Fakt Nummer 1. Mir geht es alles am Arsch vorbei, was irgendeiner irgendwie über mich macht. Du sagst, ich verstehe es falsch. Du sagst, du hast ein Problem mit jemandem, mit dem ich auch ein Problem habe. Und damit fängt es schon an. Ich habe kein Problem mit irgendjemandem. Mir geht es am Arsch vorbei. Klar bin ich im ersten Moment vielleicht mal sauer, wie zum Beispiel die Sache wieder mit Excel oder so.
oder mit Tanzverbot zurück oder mit anderen Leuten oder sonst was, oder mit Leuten, die vor meiner Tür stehen. Klar bin ich im Moment wütend, aber ich würde niemals irgendetwas machen, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will, ich werde und ich tue mich nicht mit Sachen beschäftigen, die mir am Arsch vorbeigehen. Und das betrifft alle Leute, die angeblich Probleme mit mir haben. Und da habe ich auch keine Lust, groß weiter darüber zu diskutieren. Ich habe kein Problem mit irgendjemandem. Wer Probleme mit mir hat, das ist mir egal, weil ich mich damit nicht beschäftige. Punkt. Das ist der einzige Grund, warum ich mit YouTube überhaupt noch weitermachen kann. Weil ich mich mit diesem Scheiß nicht beschäftige. Egal wie viel die Leute mich nerven, egal wie viel die Leute Scheiße bauen oder Sachen über mich machen. Mir geht es irgendwann immer am Arsch vorbei, einfach deswegen, weil ich mich nicht mit Sachen beschäftige, die mich aufregen oder die mir auf die Nerven gehen. Klar, wie gesagt, im ersten Moment oder so, oder wenn es mal so wow ist, so wow-Situation, dann denke ich mir so, krank, muss ich irgendwas machen oder so, und habe auch schon mal drauf reagiert. Oder zwischenzeitlich immer auch wieder noch. Aber im Normalfall denke ich mir dann einfach nur, ja, leck mich doch am Arsch. Und das ist die einzige Situation, warum ich überhaupt noch Videos machen kann und alles. Und ich habe auch kein Bedürfnis daran, das zu ändern. Und wenn du sagst, ich verstehe das nicht, dann gut, dann verstehe ich es nicht. Aber ich habe dir jetzt gerade, glaube ich, klipp und klar gesagt, dass ich damit nichts zu tun haben will. Und das sollte man vielleicht auch mal akzeptieren, ne? Beschäftigt euch nicht mit Sachen, die euch nerven. Wenn ihr euch mit Sachen beschäftigt, die euch nerven, wird es nur schlimmer. Wenn euch jemand nicht mag, geht ihm aus dem Weg. Wenn er euch nicht aus dem Weg gehen will, ist es sein Problem. Feuer zu Blut. Sie gehört nicht dir. Alles deine Welt. Deine Welt. Diese Einstellung sollten viel mehr Menschen auf der Welt haben, finde ich. Dann gäbe es nicht so viele Kriege. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Klar nicht. Aber so Scheiße mit Rache oder so, oder soll diesen Gedanken irgendjemandem nachhängen oder so. Das ist nicht mein Spiel. Schwachsinn. Weißt du, du bist Schwachsinn, wenn du so einen Blödsinn erzählst. Alles gefallen lassen, aber man muss auch nicht hergehen und dann immer noch nachtreten und nachtreten und nachtreten. Genau die Einstellung ist das, was die Hater haben. Ja? Ich habe irgendwann mal was gesagt, was denen nicht passt, und die treten da heute noch drauf rum. Siehe, die Haut ist kein Organ. Das ist vor 4 Jahren oder vor 5 Jahren gewesen, und da treten die heute noch drauf rum, weil es denen nicht passt, was ich da sage und was meine Einstellung dazu ist. Und das ist genau der Punkt, nämlich. Wer nämlich sich so auf Sachen fixiert und so Sachen ballert, um es mal blöd zu sagen, der ist schlicht und ergreifend von Hass zerfressen irgendwann. Und genau deswegen geht mir das am Arsch vorbei. Wie die Hater sich auch immer drüber lustig machen. Ich kann keinen Hass empfinden. Das tue ich auch nicht. Weil mir, klar, ich bin wütend mal, ne? Aber das ist nicht dasselbe. Hass ist für mich das, wenn Leute wirklich hergehen und Rache wollen, einen nach anderen, den nächsten. Das Problem bei Hass ist, dass er nicht damit endet, dass man das, was man wollte, ursprünglich erreicht hat, sondern dann kommen neue Sachen dazu, neue, und es ist dann eine endlose Spirale. So.
unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in der Ewigkeit. Ich habe eine Paketstation, wenn du mir was schicken willst, kannst du mir gerne was schicken, aber hier wird nicht real vorbeigekommen. Das will ich nicht. Wie muss ich das noch sagen? Das ist auch so eine Sache. Warum begreift ihr das nicht? Es ist ein Unterschied, ob ich im Internet irgendwelche Videos mache oder ob ich im realen Leben welche Leute belästige. Letzteres mache ich ja nie. Das ist auch so eine Sache. Gute Einstellung. Dankeschön. Mir hat heute jemand was geschickt. Kennt ihr das? Wisst ihr, was das ist? Das ist das Digimon-Wappen des Mutes. Ich persönlich bin ja der Meinung, man sollte den Mut dazu haben. Man sollte den Mut dazu haben, nicht immer kämpfen zu wollen. Man muss nicht immer alles mit Brutalität fertig machen und so. Viele sagen jetzt wahrscheinlich gleich wieder, ja, aber du gehst doch auf Leute los. Ich gehe auf Leute los, weil Leute meine Fenster mit Steine anwerfen. Ich gehe auf Leute los, weil sie mich mit einem Schlagstock oder mit einem Messer oder einer Waffe angreifen. Oder mit Fäusten und mir den Zahn ausschlagen. Ich hab schon gesagt, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss. Aber deswegen muss man trotzdem nicht zuschlagen. Außerdem, wie ich schon sagte, ich bin nicht derjenige, der im realen Leben Leute belästigt. Vielen lieben Dank, Robin, fürs Abonnieren. Willkommen bei den Drachis. Man muss nicht allen Leuten alles recht machen. Aber es muss auch nicht jeder von euch bei mir zuschauen. Wenn es dir nicht gefällt, schaut doch beim anderen Streamer zu, oder beim anderen YouTuber, oder schaut Fernseher, oder lest ein Buch. Das ist sinnvoller, als bei mir zu zuschauen, wenn es dir nicht gefällt. Hallo, Servus. Das ist das, was ich so meine. Habt den Mut, Nein zu sagen. Habt den Mut, Nein zu Drogen zu sagen. Habt den Mut, Nein zu sagen zu irgendwelchen Hass und Aggressionen. Aggressionen ist halt immer so die Sache, ne? Aber... Alter, was ist denn das für ein geiles Video? Fakt ist auf jeden Fall, dass diese ganze Scheiße irgendwie enden muss.
was soll jetzt der Blödsinn gerade? Gerade eben haben wir uns über Sachen unterhalten. Wir unterhalten uns jetzt nicht über die Hater, Leute. Gerade ging das Thema noch um was anderes. Schlagen Thema vor, Drache. Ja, Weihnachten zum Beispiel. Was habt ihr an Weihnachten vor? Habt ihr schon Geschenke bekommen? Wollt ihr wegfahren? Feiert ihr in der Familie? Feiert ihr alleine? Keine Ahnung. Weihnachten. Habt mehr als genug Möglichkeiten, darüber zu sprechen. Oh, die schwarzen Reiter. Und lassen die Erde beben. Wer braucht Weihnachten, wenn man Silvester hat? Gute Frage. Ich persönlich finde beides geil. Ich feiere mit meinen zwei Kids. Das ist auch schön. Alter, wie sind. Beste Tag im Jahr. Was? Okay, und dankeschön fürs Abonnieren. Quatsch. Vielen Dank für die 500 Bar. Vielen Dank für deine Unterstützung. Drache, mein Kumpel produziert kleine Animationsfilme. Wäre das interessant für dich oder ist das nicht so dein Ding? Es wäre durchaus interessant für mich, aber keine gute Idee für deinen Kumpel wahrscheinlich. Naja, Weihnachten finde ich nicht so richtig halt. Nee, nicht so wichtig halt. Durch die Kinder. Mietschock, dankeschön. Was schwebt so stürmisch? Mit wem verbringst du Weihnachten? Ich rede dazu gar nicht. Ich sage dazu gar nichts. Ich feiere Weihnachten nur wegen den Kids. Achso. Thema Drache und seine Abenteuer
glaube, ich hätte eine kleine Animationsreihe. Echtproduktion. Ja. Das goldene Medaillon ist geil. Ist es hochkarätig? Nein. Es ist ein Digimon-Wappen. Das Digimon-Wappen des Mutes. Nö, wenn man schlafen muss, ist eigentlich in Ordnung. Ich schlafe nur im Winter immer so lange. Was steht noch an heute? Aufnehmen. Weihnachtsvorproduktion. Ja. Keine Scheiße, benehm dich anständig auch bei anderen im Stream. Hallo Drache, Servus Pizza, alles klar bei dir? Dir auch echt das Geld spenden.
nur die Barren hier in Juneau oder halt irgendein Geschenk über Amazon Wunschliste oder so. Alter, verdammt nochmal. Was ist denn mit mir los, Alter? Warum penne ich denn hier halt weg? Schlafen und trotzdem bin ich noch müde, Alter. Scheiß Winter. Merchandise, also T-Shirts, Pullover, Hosen, Klamotten im Allgemeinen. Ist das Elektro? Gothic Rock eigentlich. Elektro Rock. Irgendwie so. Ich glaube, die Nomine wird auch als Wave eingeordnet. Bin mir nicht ganz sicher. Hallo Mia, alles klar bei dir? Ich bin auch gefühlt den ganzen Winter müde, weil das einfach kalt und dunkel ist. Das Kalt macht mich nicht unbedingt müde, aber dieses Scheiß, ich weiß nicht mal, woran das liegt tatsächlich. Im Sommer habe ich das Problem überhaupt nicht. Falsche Marke gibt. Rauchen ist ungesund. Habe ich echt noch nie gehört. Muss auf Arbeit, viel Spaß noch. Alles klar, hau rein, Anni. Deine Marke. Ja, ich rauche aber mehrere Marken. Eigentlich rauche ich 4 Marken besonders gerne. Ich rauche aber eigentlich alles. Ob es das qualmt und stinkt.
Dann hör auf zu rauchen. Auf das genau in einer Woche, also genau am Montag nächste Woche ist es schon ein Ding. Warum fragt ihr mich eigentlich die Frage 1000 Mal in 100 Jahren jetzt eigentlich? Die Antwort auf die Frage kennt ihr doch alle. Gehört die Band? Du lass es gleich aus. Hä, wie kommst du auf den Blödsinn? Ich bin total gechillt. Nö, ich bin nichts von Sido. Was ist denn eigentlich euer Problem, Alter? Warum müsst ihr gerade so einen Stress machen und mir diese Welle schieben, Alter? Ich mach doch gar nichts. Ich sitz da und hab gerade geraucht. Und ihr kommt immer mit den gleichen Fragen daher. Außerdem raste ich nicht einfach aus. Ich gehe her und banne euch, da mache ich mir keinen Kopf drüber. Ich bin total gechillt. Weiß ja, wo euer Problem ist, Alter.
oben ist ein X-Button. Drück drauf. Tu uns allen den Gefangenen, drück da drauf. Hör auf, hier so eine Welle zu schieben, Alter. So, Raver, danke schön fürs Abonnieren. Willkommen bei den Drachis. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich teile gerade null, was die hier alle von mir wollen. Ich bin gerade so in Chill-Modus, dass ich das überhaupt nicht richtig raffe. Hobbypsychologen wohl eher. Sicher, weiß überhaupt jemand, was das für eine Band ist? Ich glaube, die kennt von euch gar keiner groß, oder? Außer es beschäftigt sich jemand ein bisschen mit der Musik. Pass auf, es gibt im Prinzip ein ganz einfaches System, ja? Die Hater sagen irgendwas, dann behaupten sie irgendwas und dann tun sie so lange auf der Behauptung rumreiten, bis ich mich irgendwann hinreißen lasse, auszurasten. Und genau das machst du gerade, das macht Maximus oder Mustermann, Max Mustermann gerade und das macht auch, und das hat auch dieser komische Extensums, den man nicht lesen konnte, gemacht.
Und bevor ich wirklich ausraste und aus meinem Chill-Modus rauskomme, auf den ich auch überhaupt keinen Bock habe gerade, werde ich auch nicht hergehen und mich provozieren lassen. Und dann banne ich eben vorher. Solltet ihr euch merken. Ich kenne die Band nicht, obwohl langsam kommt sie mir bekannt vor. Einfach blockieren, so schaut's aus. Nein, ist es nicht Gaming. Morris, Vorsicht, du bist nur noch nicht geflogen, weil du schon so lange dabei bist. Kann die Band nicht höher viel Techno, okay? Meiner Meinung nach völlig überreagiert. Siehst du, genau das meine ich. Du kannst es nicht gut sein lassen. Dann überreagiere ich jetzt auch bei dir, bevor ich mich aufrege. Tschüss. Ganz ehrlich, man kann es einfach nicht gut sein lassen, oder? Es ist nicht schelmisch. Das, was da gerade läuft, ist Corvus Corax. Die sind aber, glaube ich, auch gar nicht so bekannt. Band, die Hartz 5 heißt, oder? Hartz 4 und so, verarsche. Kevin, danke schön. Ah, nie viel gehört, aber kenne den Namen. Das ist irgendwie der Witz bei Corvus Corax. Den kennt irgendwie, jeder kennt den Namen, aber keiner hat wirklich was von der Band schon gehört. Außer viele, außer ein paar wenige. So, ah, nie viel gehört, hatten wir schon, auch schon geschneit. Ja, gestern war alles weiß, heute ist wieder alles normal, obwohl es arschkalt ist. Hat es bei... Das war schon. Hey, du musst das mit Deutsch schreiben, ne? Hallöchen, bin... Was? Bin ich bald fit, vermisst dich. Hoffentlich bin ich bald fit, vermisst dich. Wie gemein, ich will auch Schnee. Boah, ich wäre froh, wenn es jetzt schneit.
jetzt gerade noch, wann ich den ersten Teil anfange zu Let's Playen. Bin auch gerade, hab mich voll erwischt. Ja, es ist momentan halt so, es geht auch ein bisschen rum, ne? Und dann gibt's eh noch eine Lücke. Dankeschön. Songs sind auch immer so Kinderschlafsäcke irgendwie. Stinkt eine Kinderschlafsäcke allerdings. Wobei. Sind frisch gewaschen. Interessant finde ist, ich habe mir jetzt erst Hausschuhe gekauft, ne? Die sind innen mit Samt ausgekleidet und der ist schon direkt kaputt. Richtig ärgerlich. Also sind sie fast ein bisschen klein. Ich würde meinen Quadrat latschen. Richtiger Billigschweiß. Naja, für meine Größe kannst du nicht viel leisten, Leute. Meine Schuhgröße, auch wenn es komisch geschrieben ist, ist zwischen 39 und 50. Turnschuhe kann ich 39 tragen, Stiefel muss ich schon meistens 51 tragen, weil das uns dann nein kommt und so weiter. Die Schuhe hier sind auch 36, 37. Aber sie sind halt hinten offen, ne? Hausschuhe reichen manchmal auch 48. Es sind 47. Meine Fresse, Alter. Es sind 39. Ja, ich sag immer 39, ich weiß nicht warum. Also 49. 49, 50 habe ich normalerweise. Ich weiß nicht, warum ich immer mit 37 oder 39 herkomme. Also, Turnschuhe habe ich normalerweise 49 und meine Stiefel oder so sind zum Beispiel 50, 51. Und meine Hausschuhe reichen auch 47. Aber ja, die sind halt schon ein bisschen arg klein jetzt gerade. Ja, ich weiß nicht, warum ich das. Auch in letzter Zeit ständig. Ich weiß gar nicht, warum ich 36 und 46 verwechseln. Ganz merkwürdig. Wie nennen wir diese Musik? Mittelalter eigentlich. Mittelalter oder Folk? Drachenpfoten halt. Voll. Flammengänger und so. Muss dich konzentrieren. Ja, echt.
richtige Sackfüße. Voll. So, ich spiele noch ein Lied nach dem hier und dann werde ich mal offline gehen. Ich muss nämlich noch aufnehmen. Ich wollte heute eigentlich mit einem neuen Projekt anfangen. Schon mal Let's Play gehabt habe. Okay, zumindest nicht in diesem Session-Teil. So. Achso, man kann nur das Lied aussuchen. Das nicht geht. Ach ja, stimmt, das war so eine richtig gute Sängerin. Ich habe ganz vergessen, dass es die ja auch noch gab. Die habe ich früher, die war ich ein bisschen verschossen in meiner Jugend, muss ich sagen. Eine blinde Sängerin, voll krass. Gerne das Lied von damals hören. Ich weiß aber nicht, wie es geheißen. Doch, das war's, glaube ich. Genau, das war's. Richtig geiles Lied. Du weißt auch immer was drauf. Geschmack hat ja, hast ja. Was? Ach so. Morris, du warst nicht gemein, du Pfosten. Gefällt es dir? Was gefällt mir? Voll gemütlich deine Weihnachtsecke. Schon? Sure.
gute Sängerin. Das zeigt auch, dass manche Probleme nicht immer gleich dafür sorgen müssen, dass man sich behindern lassen sollte. Die Frau ist ja blind und kann trotzdem unglaublich schön singen, das ist der Hammer. Das heißt, das eine behindert das andere nicht, aber das ist halt richtig krass, dass sie da auch so viel geschafft hat in ihrem Leben. Das finde ich richtig geil. Das bewundere ich. Zeig mir mal bitte kurz das morgige Päckchen, dann weiß ich, was drin ist. Das kannst du voll knicken. Das mache ich nur, wenn du mir sagst, was in dem großen Päckchen drin ist. Ich will wissen, was in dem großen Päckchen drin ist. Damit würde ich sagen, war es das mit dem heutigen Stream. Oder zumindest mit dem jetzigen Stream. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Mein Schatz, ich schreibe dich gleich nochmal an. Wenn wir Morris nicht hätten. Ja. Also, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Drache. Und bis dahin, haut rein, macht keinen Blödsinn, macht mir keine Schande. Verhaltet euch bei anderen Leuten genauso anständig wie bei mir gerade. Und vielleicht noch besser, ja, damit ihr einen guten Eindruck macht. Bis dahin, euer Drache, haut rein und ciao.